So, ich sehe gerade, die Framerate ist ja so ein bisschen unbeständig gerade. Und wir ernten erstmal wieder schön hier Bambus ab. Hier sieht man schon, dass das von uns gepflanzt ist, auch gewachsen. Und die wachsen höchstens 3 in die Höhe. Und wer sich fragt, was man mit Bambus machen kann, eigentlich nichts. Nichts Wichtiges, um ehrlich zu sein. Das Einzige, was man damit machen kann, ist Papier herstellen, soweit ich weiß. Und aus dem Papier kann man Bücher herstellen. Und aus den Büchern kann man letzten Endes Regale herstellen. Die sind aber nur dazu da, um sich die Bude ein bisschen hübsch zu machen. So, Spitzhacken haben wir. Jetzt mal gucken. Wir hatten da noch eine Höhle mit Kohle drin, das weiß ich genau. Was mir persönlich ein bisschen fehlt, sind Palmen. Es gibt Kakteen, es gibt Bäume, aber Palmen wären schön. Dass man sich so eine kleine Karibikinsel basteln kann. Da hätte ich ja Bock drauf. So, es wird Nacht. Es wird wirklich schon Nacht. Ach, hör mir auf, das darf doch nicht wahr sein. Ja, Freunde, tut mir leid, aber wir müssen zurück. Wir sind ja noch relativ wehrlos. Wir sollten uns vielleicht langsam mal ein Schwert oder sowas basteln. Kann man sich natürlich auch aus Holz und Stein machen, aber das würde ich doch dann doch lieber gerne aus Eisen haben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie verbringen wir die Nacht? Was machen wir? Ich könnte natürlich jetzt auch einfach sagen, komm, wir schalten mal die Nacht die Monster aus, aber das will ich nicht, weil das wäre geschummelt. Wenn schon Monster, dann durchgehend. Außer natürlich in Klammern, wir befinden uns in einer dramatischen Notsituation, 10.000 Meter unter der Erde und müssen heldenhaft aufs letzte Herz gesehen unseren Arsch retten, dann müsste man sich das überlegen, aber auch das sollt ihr entscheiden, ob ich dann meinen Arsch retten soll oder nicht. So, machen wir nochmal Folgendes. Machen wir noch ein bisschen mehr Strand. Vor allem hier vom Eingang wäre das schön. So, das mache ich mal so, genau so breit. Wie breit war das bis zum Holz? Und dann hier auch nochmal bis zum Holz. Zack. Zack. Und dann kann man sich hier theoretisch auch ein Pier anlegen, ein Pier brossenen. Hier ist es auf jeden Fall jetzt noch relativ dunkel. Ah, ist schon wieder windig heute. Mann, Mann, Mann. Steife Brise hier, ne? So, mal gucken. Wo bauen wir denn jetzt ein Fensterchen rein und wie groß soll es werden? Ich würde mal sagen, wir bauen hier so. Da ist mir auch schon die Axt kaputt gegangen, aber wir haben ja zum Glück ein paar auf Vorrat gemacht. Das ist hier entlang, hier ist die Mitte, also müssen wir da und dann müssen wir auf jeden Fall aber auch noch da. Das wird das Dach, dann machen wir hier einfach so ein größeres Fenster rein. Oder wir machen mal Folgendes. Hier ist doch eh Glas. Oder wir bauen einfach mit Sand. So, zack. Sand ist zwar nicht unglaublich stabil, aber man kann damit ja trotzdem bauen. Es ist halt nur extrem blöd, dass die Hütte so eine ungerade Anzahl, also so eine Fünferräume hat. Es müssten bestenfalls 6er-Räume sein, weil dann könnte ich ein 2er-Fenster reinmachen und 2 2er mit Sand und so kann ich leider nur ein 3er-Fenster reinmachen. Ohne dass es zu schäbig aussieht. Oder ich könnte hier in der Mitte auch Sand machen, aber dann wird es zu dunkel. Dann machen wir das mal lieber so. Soll ich da unten jetzt auch noch Sand hinmachen, damit es hier ein bisschen heller aussieht? Ich probiere es mal. Zack, da rutscht der Sand eh nach. Ich meine, hier müssen wir eh nicht so auf die Sicherheit achten. Huch, wollte ich gar nicht. Ich wollte doch Sand. Hier müssen wir eh nicht so auf die Sicherheit achten. Und das sage ich jetzt so lange, bis der erste Creeper vor der Haustür steht. Also machen wir uns mal eine kleine Sandbude.
So, sieht zumindest langsam mal nach was aus. Und hier könnte man theoretisch auch ein Glasdach reinmachen, aber da gucke ich erstmal, was macht denn unser Glasvorrat? Wenn man gerne mit Glas baut, dann geht das immer relativ schnell zur Neige. So, eigentlich könnte man hier auch ein Bild hinhängen statt so einem Fenster. Bilder kann man sich auch erstellen, dazu braucht man die Wolle, das könnte man theoretisch jetzt schon machen. Ich glaube, das mache ich auch gerade mal einfach, um es zu zeigen. Dazu nimmt man sich einfach die Dinger hier, diese Latten. Waren es die Latten oder waren es die Stöcker? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann einfach noch ein bisschen Wolle und schon sieht man, dass es die Stöcker waren. La 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 la, so. Und jetzt nochmal das Ganze. 61 Wolle haben wir schon, nicht schlecht. So, jetzt sieht man, wir können uns daraus ein Bild erstellen. Ich mache sogar gleich mal zwei. Zack. Ein Bild und noch ein Bild. Und dann zeige ich euch mal, wie man Bilder aufhängt. Und mit der Wolle könnten wir eigentlich auch was machen. Wir müssen ja gar nicht Sand bauen. Bei diesem Texturenpack hier sieht die Wolle nämlich ganz formidabel und gar zauberhaft aus. Aber vorher hänge ich hier mal irgendein Bild an die Wand. Da können wir hier zum Beispiel, da mache ich lieber eine Fackel hin, das ist glaube ich sinnvoller. Mal gucken, was haben wir denn da? Also die Bilder hier in diesem Texturenpack sind auch... Ach, verdammt. Sind auch anders als bei, bei den normalen Texturen. Ich mache da mal eine Fackel hin, damit man es sieht. Und einige kommen euch da vielleicht bekannt vor. Moment. Hier, den kennt ihr doch zum Beispiel. Hm. Der heißt doch, glaube ich, Peter oder Klaus oder so. Keine Ahnung. Habe ich schon mal gesehen irgendwo. Irgend so ein, ne, weißt du schon. So, ach hier, was ist das denn jetzt geworden? Oder hier, Looks Like Link, hat ja auch so ein Familienporträt beigelegt. Der gute Mann. Was das hier ist, das kann ich nur erraten. Und das hier sieht aus, ich dachte am Anfang, es wäre Donkey Kong. Und dann sah es aus wie so ein Viech aus irgendeinem uralten Boxspiel. Ich bin mir aber nicht sicher. Und das ist doch mal ein geiles Bild, von dem ich überhaupt nicht weiß, was es darstellen soll. Da ist grün, da ist blau, da ist weiß. Auf jeden Fall... Die Bilder sind in einer verschiedenen Größe und es ist immer Zufall, was man sich da gerade aufhängt. Hier zum Beispiel. Heldenhaft. Zack. Also man kann es nicht beeinflussen, was da als nächstes kommt. Das ist einfach ganz random immer. Was ist das denn hier? Sieht aus wie Rambo oder Kommando oder irgendwas. Dagobert! Oh, ich will Dagobert aufhängen. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und vor Freude spielte eine Melodie. Onkel Dagobert kam zu Besuch. Und seine drei Neffen, Tick, Trick und Track. Aus einer Welt, in der alle Enten Onkels waren und niemand Nächstenliebe praktizierte. Ach, ist das ein Beholder oder was? Hör doch auf. Das lasse ich jetzt da hängen, was soll's. Obwohl ich ja unbedingt noch einen Dagobert haben will. Aber der ist zwei breit, den können wir ja auch nicht reinhängen, weil alles, was eine Zweierbreite hat, würde hier unsymmetrisch aussehen. Hier wird's gehen. Ah, toll. Dagobert! Ich will Dagobert an meiner Wand. Reich mir deine Hand, ich kann zu diesem Klavier nicht singen. Und das sieht aus wie das Haus bei Manic Mansion. Ist ja ein Hammer. Na los, ich will doch hier nicht die ganze Episode damit verbringen, nach Dagobert zu suchen. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, und sonst geht's euch gut. Ich meine, das ist ja jetzt hier auch der spannendste Teil. Ich meine, da würde ich ja lieber stundenlang einen U-Bahn-Tunnel ausheben. So, Dagobert. Spitze, na, das sieht doch cool aus. Den lassen wir da hängen. Auf die andere Seite können wir theoretisch auch noch ein Bild kleistern, aber das machen wir später.
Eine Durchreiche zum anderen Raum will ich da nicht haben. Das würde, glaube ich, nicht so geil aussehen. Und hier das mit dem Sand finde ich inzwischen auch recht schäbig. Also macht jetzt nicht so viel her. Da würde ich lieber hier den Boden ausheben und da Sand machen. Und wir wollten ja noch unseren Keller machen. Haha. Machen wir da eine Treppe oder machen wir da... Also eine Treppe braucht immer viel, viel Platz in der Breite. Die könnte man theoretisch hier machen, aber das wäre nicht so geil, glaube ich. Oder man könnte eine Einertreppe machen. Die sieht aber nicht, sieht nicht so gut aus. Ich glaube, da machen wir dann lieber eine Leiter oder zwei Leitern von beiden Seiten. Und das fangen wir mal am besten hier an. Falsch. Da komme ich gerade nicht runter, weil wir brauchen erstmal Leitern. Dann erstellen wir uns doch mal welche. Dazu brauchen wir Stöcker, die haben wir da. Und so bastelt man sich Leitern. Da kommt immer eine raus. Eine Leiter sind immer sieben Stöcker. Naja, toll. Hat sich ja gelohnt. Huch. Was ist das denn für eine komische Anzahl? So, zwei Leitern haben wir immerhin. Zwei Leiter ist besser als ein Leiter. Oh. So, jetzt haben wir drei Leitern und damit können wir jetzt hier einfach mal eins in die Grube. Zack. Und dann können wir daran sanft herunter... So, sanft heruntergleiten. Da fällt man nicht runter, sondern automatisch, wenn man sich in so einem Feld befindet, gleitet man. Oh, Kohle. Das ist ja unglaublich. Also man sieht, wir können uns hier echt einen richtig guten Keller ausheben eigentlich. Und mit ein bisschen Glück können wir sogar hier im Keller direkt die erste Mine ausheben. Was natürlich schade ist, weil wir ja bald auf unserem Anwesen oben auf dem Berg wohnen. Ich wette, die Umfrage ist inzwischen längst vorbei. Ah, Eisen. Die Umfrage ist inzwischen längst vorbei und ich bin aber trotzdem immer noch in derselben Aufnahme wie zu der Zeit, als ich die Umfrage gestartet habe. Und ganz kurz noch eine andere Sache, auf die ich eingehen möchte. Es kam ja immer so die, ich sag mal, Bitten, Schrägstrich Forderung. Ey, Gronkh, mach doch mal zwei Folgen. Eine Folge reicht nicht, die ist so schnell vorbei und da passiert so wenig. Und wir brauchen mehr Action und wir brauchen mehr Folgen. Und mach am besten zwei Folgen oder drei oder zehn. Oder wenn du dabei bist, mach doch am besten gleich 100 Folgen pro Tag. Das Problem ist ja nicht, dass ich es nicht gerne machen würde, aber... Eine Let's-Play-Folge zu rendern dauert in der Qualität, wie ich es gerade mache, insgesamt in der Herstellung 6 Stunden. Ja, aber warum das ist, also inklusive Hochladen und allem drum und dran, 6 Stunden, warum das so ist, könnt ihr euch in der FAQ entnehmen auf gronkh.de, also in FAQ. Da steht es nochmal genau aufgelistet, was wie viel Zeit braucht. Und das Problem ist, dass ich jetzt momentan sowieso jeden Tag 3 Folgen hochlade. Das heißt... Allein diese Folgen brauchen 18 Stunden in der Herstellung. Und das ist jeden Tag Material von einer Dreiviertelstunde. Das muss einfach reichen. Also Fable läuft gerade, 4.2 läuft gerade. Falls sich jemand die Folge hier viele Monate später anguckt, jawohl, während ich hier aufnehme, laufen gerade die Let's Plays von Fable und 4.2. Und während die laufen... werde ich zeitlich einfach nicht schaffen, da noch mehr Minecraft hochzuladen, weil ich möchte auch gerne jede Folge, die ich hochlade, bei gronkh.de verewigen mit Text und Infos und bla bla bla. Das möchte ich mir persönlich nicht nehmen lassen, das ist mir so ein eigenes Anliegen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig. Also ich weiß nicht genau, wie das Let's Play verläuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaffe, zwischendurch einfach mal so Takes zu machen, die dann wirklich länger gehen, also nicht irgendwie... dass ich eine Stunde aufnehme und dann für eine Umfrage wieder abbrechen muss. Jetzt nehme ich gerade nämlich genau eine Stunde auf. Sondern, dass ich auch mal so ohne Umfragen oder einfach mit genug Zeit und Plattenplatz einfach mal sagen kann, so, ich spiele jetzt 3 Stunden Stück am Stück Minecraft und ich habe noch genug andere Folgen auf Vorrat von anderen Let's Plays. Dann kann man auch easy mal sagen, na gut, was soll's, dann lade ich mal 2 Folgen hoch. Dann sind die Infotexte auf gronkh.de halt ein bisschen kürzer für der Zeit oder so. Oder werden nachgetragen oder mal gucken. Juhu, Eisen, geht. Ach, wir haben auch eine Steinspitzhacke.